Hallihallo, Hallöchen, ich bin wieder LS19 auf dem PC und zwar sind wir da auf der Felsbrunn, auf unser umgebauten. Die Franzi sitzt schon im MB-Track und heute müssen wir uns ein bisschen um die Kühe kümmern. Und als erstes schmeißen wir da noch ein bisschen Stroh raus. Genau, damit sie sich schön warm und kuschelig haben. So, ich glaube, die haben schon genug. So, und dann werden wir mal hier... Ja, wir haben hier vorne noch die Kehrmaschine dran. Wenn wir hier das gerade mal noch ein bisschen sauber machen. So, tippitoppi, und ja, als nächstes werden wir noch versuchen, hier irgendwie so eine Mischration anzurühren, obwohl wir da noch ganz schön viel Stroh drin haben, wird das wahrscheinlich gar nicht funktionieren. So, der Mike soll mal hier noch den anderen Trecker holen. Genau, da ist er, der kleine, süße Arion. So, letztes Mal habe ich mich komplett verguckt, habe ich gesagt, die Schafe brauchen, und war eigentlich da oben. Schafe sind versorgt, Hühner sind versorgt, Schweine sind versorgt und die Kühe brauchen eigentlich noch eine Mischration und Wasser, obwohl Wasser holen wir immer unten vom Teich und da ist nichts geräumt, da weiß ich nicht, ob wir da so einfach hinkommen. So, und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir da so eine Mischration hinbekommen. Ich glaube, das wird nicht so ganz funktionieren, weil wir noch zu viel Stroh drin haben. So, wir versuchen es trotzdem. Versuch macht klug oder so. Probieren geht über Studieren. So, mal schauen, was Franzi sagt. Sie hat jetzt Futter drin, jawohl. Super. Aber es sieht schlecht aus. Also wir schmeißen mal noch so einen Silageballen rein. Aber eine Mischration wird es irgendwie nicht werden.
So, das hat auch noch reingepasst. Schauen wir nochmal. Ist aber schon fast voll. Komm, egal. Wir versuchen noch ein bisschen Heu reinzumachen. So, hat auf jeden Fall funktioniert. Dings ist voll. Aber ich habe bloß Futter und keine Mischration. Ja, da kann ich durchrühren, wie ich will. Aber das wird nichts. Ich schau mal, ob ich... Oder die Franzi schaut auf jeden Fall mal, ob sie da was abladen kann. Überhaupt. Kaum sauber gemacht, haben wir da schon wieder Dreck. So, Futter. Irgendwas ist gegangen, aber... nicht das Richtige. Okay, Futter ist auf jeden Fall vorhanden, aber keine Mischration. Das war irgendwie natürlich klar, weil wir noch zu viel Stroh drin haben. So. Aber dann werden wir noch irgendwie Wasser holen. So, Wasser ist auf jeden Fall wichtig, haben wir da nicht. Wir haben doch die Pumpe installiert. Die haben ja sowieso immer Wasser. Von daher ist es ja schon tipptopp. Läuft die. Jawohl. Super. Dann mache ich zu, dann komme ich nicht mehr raus. Dann werde ich mit Franzi mal das Mittagessen vorbereiten und wir sehen uns später wieder. Franzi? Komm, wir wollten doch was Schönes kochen. Eine Sekunde später. So, Mittagessen war fein, ist schon wieder bald Kaffeezeit. Ich muss noch den Unimog vorbereiten, sauber machen, Anhänger wieder wegstellen. Immer noch kurz. Ja, nee, vielleicht lieber nicht abspritzen. Das gefriert bloß. Ich stelle den an die Seite. Und dann gehen wir nochmal zu den Kühen schauen. Und dann ist der Tag hier eigentlich auch schon wieder fast gelaufen. Wir wollten noch gucken, ob vielleicht noch ein, zwei Aufträge noch reingekommen sind. Da bin ich mir noch nicht sicher. So, auf den Feldern können wir eh noch nichts machen, aber vielleicht kriegen wir schon irgendwie Aufträge, damit wir, sobald es wieder losgeht, was machen können.
So, ich würde sagen, das passt. Hängen wir das ab. So, und Franzi geht zu den Küchen. Da nochmal was reinschmeißen, sauber machen und Feierabend im Kuhstall. Dann sollten sie alles haben. Ja, ist schon wieder ein bisschen dreckig, aber wir wollten ja noch gucken wegen der Mischration. Immer noch schlecht aus, aber sauber machen können wir auf jeden Fall. So, super, dann war es das schon. So, die Franzi wird dann noch Winterdienst haben und wir lassen den mal hier stehen. Und eigentlich wollte ich noch zum Händler fahren, nur mal Hallo sagen. So, und der Raptor hat viel zu viel PS. Boah. Sieht gar nicht so glatt aus hier. Aber wenn du da ordentlich drauf trittst, da dreht er sich gerade hier. So viel Power auf der Hinterachse. So, da stehen nämlich noch die super Düngemaschinen hier drin. Oder Gülletechnik. Und da sind wir ja noch am überlegen, ob wir da uns so einen Teil kaufen, einen großen oder einen kleinen. Und wir wollten noch gucken, ob eventuell sogar schon Aufträge vorhanden sind. Und dann haben wir... Wieso haben wir jetzt schon Düngeaufträge? Hallo? Da passt doch... Irgendwas nicht. Das klingt komisch. So, Transportaufträge kann der Transporteur machen. Ballenpressen, hallo? Also wahrscheinlich sind da noch irgendwelche Aufträge da, die es eigentlich gar nicht momentan bei der Wetterlage geben soll. So, und Hasenfote hat sich noch einen alten Unimog gekauft. Hallo Kumpel,
Wollen wir den noch aufladen? So, er sagt, wir laden den noch auf. Dann helfe ich ihm gerade noch, wenn ich eh schon dabei bin. Richtung. So. Dann gucken wir mal, ob das Ding was taugt. Ob der genauso gut ist wie meiner. Anspringt tut er natürlich einwandfrei. Wie soll es auch anders sein hier vom Händler? Soll ich den gerade ein bisschen hier hinten drauf stehen lassen auf den Achsen? Jawohl, machen wir so. Uff. Komm ich da noch ran? Tipptopp. So, kann man da nicht noch so Spanngurt oder irgendwas hinlegen? Eigentlich sollte ich da so ein Mod drin haben, damit wir da so ein Keil drunter machen können. Ich kann eine Kettensäge nehmen, aber sonst irgendwie eigentlich gerade nichts. Geht wahrscheinlich nicht bei allen Anhängern. Also, von mir aus kannst du los. So, Hasenfoto wieder on Tour. Und schon hat er wieder noch ein Fahrzeug. Waren schon lange nicht mehr bei seinem Hof, ich weiß gar nicht, was er da alles schon wieder hat oder nicht hat. So, der zieht noch durch, der V8 hier. Drin schön hier mit Kardine und alles. Wow. Sieht hier eigentlich aus wie immer. Ganz entspannt sitzt er da drin.
Oh, da fehlt irgendwas. Mist, ein Mod ist weg. Da stand doch früher mal eine Brauerei oder sowas. So schnell kann es gehen. Schon bankrott. Geht ja keiner mehr im Restaurant bei dieser heutigen Lage. Wenn alle bloß zu Hause sein müssen. So. Super. Und ja, sonst sieht es da auch recht übersichtlich aus, muss ich sagen. Ich glaube nämlich, der alte Unimog, der ist nämlich weg. Den hat er nämlich verkauft. Dafür hat er jetzt dieses Teil. So, wenn wir das noch abladen. So, und er möchte da natürlich Winterdienst mitmachen. Oder hat jedenfalls da noch einige Aufträge vom Bürgermeister hier bekommen. So, noch ein bisschen leicht auf der Hinterachse, aber das können wir gerade ändern. Da kriegt er hinten noch einen Streuer dran und dann geht das. Jawohl, und schon einsatzbereit. Gut, dann wäre es das mit der heutigen Folge und wir sehen uns doch spätestens dann, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn es euch gefallen hat, danke fürs Däumchen, macht's gut, bis denn dann, ciao, ciao.